Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserer virtuellen Ausstellungseröffnung Wolfskinder auf dem Brotweg von Ostpreußen nach Litauen 1945 bis 1948 begrüße ich Sie sehr, sehr herzlich. Wir kennen die Geschichten von den Tracks aus Ostpreußen, aus Schlesien, aus Westpommern, die dann in das deutsche Reichsgebiet gezogen sind. Aber nur ganz wenige kennen die Geschichte der Wolfskinder. Waisen in großer Zahl oder auch alleinerziehende Mütter, die mit ihren Kindern nicht den Weg nach Westen oder nach Süden gegangen sind, sondern nach Norden in das angrenzende Litauen.